Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Action World 4, der Dennis spielt das. Wie ihr oder wie ich gestern in der Community angekündigt habe, wird es heute ein Video nach euren Wünschen geben und es hat sich ganz knapp 50 zu 40 der Railjet in Österreich durchgesetzt. Railjet 50%, EC in München 40% und euer Wunsch ist mir Befehl. Wir befinden uns auf der Strecke Vorarlbergbahn und haben heute die Aufgabe, unseren Railjet bis nach, ja, so weit kann ich leider nicht fahren, ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich versuche das Möglichste und würde sagen, wir beginnen hier in Österreich, damit unseren Zug hier an den Bahnsteig zu bringen. Dafür müssen wir den erstmal hier hinspawnen. Wir sind hier in Lindau und ja, beginnen damit, wie gesagt, jetzt unseren Zug hier aufzurüsten, hinzuspawnen, Fahrgäste einsteigen zu lassen und ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier weiterkommen. So, so ein kleines Stück laufen. Der Zug doch schon ein bisschen länger ist. Ich denke, das dürfte genügen. So, nehmen wir uns mal die 193 vor. Ich weiß, da steht EC. Das habe ich aus Spaß und Laune gemacht. So. Wunderbar. Dann steigen wir ein. Rüsten unser Zug so weit auf. So. AFB, AFB, AFB. So, dann müssen wir hier noch in die Einstellung das Ganze auf O machen. So, dann die Zugsicherungssysteme einstellen. Zugbeeinflussung. So, das hätten wir soweit. Dann können wir uns noch eine Route legen. Hierhin, würde ich sagen. So, warten wir noch auf den Gegenzug, beziehungsweise auf die Bahn, die da gleich kommen wird. Warum die Tür nicht öffnen? Naja, lassen wir das. Aber irgendwas stimmt doch hier mit den Signalen nicht. Das ist doch scheiße, so will ich das doch gar nicht haben. Ach, das ist doch. Das machen wir aus. Das, so will ich es haben. So. Ja, genau. Aber warum haben wir den jetzt noch vor? Das ist doch jetzt blöde. Der ist doch schon lange weg. Oder wegen ihm. Das kann natürlich sein, aber die würden ja so. Okay. Es könnte sein. Wir sind auf diesem Gleis. Wobei, nee. Es sei denn, die fährt gleich hier rum. Das kann natürlich sein.
Tut sie aber nicht, oder? Da dürfen wir den jetzt oder nicht? Wir noch rot oder nicht? Wisst ihr was, Leute? Es ist doch einfach nicht. Ja, es ist doch wirklich nicht wahr hier. Ach Leute, vorhin hat es auch funktioniert. Ah, endlich. So, Türen schließen. Zugbeeinflussung. So, fahren wir bis Bregenz. Schon 50. So, wunderbar. Wie gesagt, ich habe heute leider nicht mehr Zeit. Daran liegt es einfach. So, nach wie vor 50. Thank you.
Wunderschön. Oh, gleich rot. Dann brauchen wir gar nicht. Das ist grün. So. Wunderbar. Also wie gesagt, der Railjet in Österreich hat sich durchgesetzt. Ihr habt abgestimmt, das ist euer Szenario. Wir schon wieder rot. Jetzt hier gleich rot. So, warum auch immer. Da steht der Grund. So, wie sieht's aus hier? Kommen wir essen zeitig. Da machen wir was anders.
machen wir es einfach anders. Manche Dinge erledigen sich von ganz alleine. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ganz vergessen. Wir befinden uns ja in Österreich. Stimmt ja. Na komm. So. Ganz vergessen mit der Länder Stromnetz. Wir befinden uns ja in Österreich, richtig. Also da muss man echt drauf achten, zumindest bei dieser Lok. Achso, ja, sollte die PCB mal wieder auf 100 machen. Nicht die PCB, sondern die AFB. Mein Gott. So, da holen wir den PKW doch noch. Edgy Badge. So, dann sind wir gleich in Bregenz, wo ich leider Stopp machen muss, weil ich nicht mehr Zeit habe, aber ich habe zumindest euren Wunsch erfüllt. So, 2 Kilometer noch, dann sind wir in Bregenz. Oh, das nächste Rot. Könnte jetzt aber das in Bregenz sein. Das sind nämlich noch ein paar hundert Meter, sind wir ja schon da.
Alles auf einmal hier. So. Ja, das ist das Wiggins. Da wären wir schon, wie gesagt, es ist ein relativ kurzes Szenario heute, aber ja, ich finde, ich habe schon sehr viel Content veröffentlicht die letzten Tage, letzten Wochen, und ja, dann kann so ein Video auch mal ein bisschen kürzer ausfallen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ziel doch noch nicht erfüllt, unser Stück vorfahren. Dann tun wir das doch. So, ab hier wird dann ein anderer Lokführer übernehmen und diesen Zug weiter bis nach Bludenz fahren. Bei uns ist hier erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Machen wir noch die Türen auf, damit die Fahrgäste hier ein- und aussteigen können. So viel sind wir ja. Wie gesagt, die Türtechnik lässt mich mal wieder im Stich. Aber ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag, einen schönen Resttag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag. Wie gesagt, es wird jetzt in nächster Zeit wieder etwas weniger Videos geben, weil ich wieder arbeiten gehe. Zumindest etwas eingeschränkt. Von daher wird es dann wie so gewohnt wahrscheinlich nur am Wochenende Videos geben. Ich hoffe, das ist soweit okay. Wie gesagt, die letzten drei Wochen gab es ja sehr viel Content von mir, und ja, ich hoffe, ihr seid damit soweit zufrieden, was ich so fabriziert, produziert habe. Wenn ja, würde mich das natürlich sehr freuen. Wie gesagt, das war ein Wunschszenario, was ich heute umgesetzt habe. Ich habe es in der Community gestern gefragt. Der Railjet hier in Österreich hat sich durchgesetzt. Das habe ich erfüllt. Wie gesagt, wird auch heute etwas kürzer. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe leider nicht mehr Zeit. Wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende noch, beziehungsweise einen wunderschönen Sonntag. Wochenende ist ja schon wieder vorbei. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Dedenge spielt das, bleibt sauber, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Lasst einen Daumen nach oben da, das wäre sehr süß von euch. Ein paar Kommentare würden nicht schaden. Das war's mit dem Szenario hier, mit dem Railjet aus Österreich. Macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer Dedenge spielt das. Bye. Bye.